Ich will, dass es vorbeigeht. Wird Cannabis da als der nächste Alkohol missbraucht? Und hat da eigentlich keiner außer mir gesehen, was da wirklich passiert ist? Jetzt aber der Reihe nach. Vor ein paar Tagen habe ich dieses Video zugeschickt bekommen und als ich es angeschaut hatte, am Anfang war ich auch sehr begeistert davon. Generell diese Heute-Show, diese zwei Moderatoren da machen immer relativ witzige Videos. Ich habe mir davor auch schon ein paar andere von denen angeschaut. Und dann sind die auch in die Niederlande gegangen, um da mit der Ärztin zu sprechen und dann aber auch den echten Live-Selbstversuch zu machen. Da war ich dann schon sehr, sehr gespannt. Und dann habe ich gesehen, dass sie eine Bong in die Hand genommen haben. Und die haben beide ja, so wie es schien, davor noch nie Cannabis konsumiert. Und dann haben sie da auch relativ viel Cannabis reingemacht. Ich dachte vielleicht so ein paar Krümel, aber nee, war schon richtig viel drin. Also die Bong war wirklich komplett voll mit Rauch. Und aus meiner Erfahrung weiß ich, das ist schon eine sehr, sehr hohe Dosierung fürs erste Mal. Also wirklich extrem hoch. Und ja, der eine Moderator fand es da ganz witzig, hat mega den Lachanfall bekommen. Der andere Moderator aber hingegen hatte diese ganz klassische Cannabis-Paranoia, so ein richtiger Bad Trip. Also mir geht's schlecht, ich find's unangenehm, ich will, dass es vorbeigeht. Seine ganze Körpersprache und sein Gesichtsausdruck hat natürlich danach geschrien, dass es gerade keine schöne Erfahrung ist und er sich total unwohl fühlt. Er hat es natürlich auch mehrfach gesagt. Es ist halt alles etwas unwirklicher, dann erhöhter Herzschlag. Also bin nicht so Fan. Aber das hat mir dann auch zu denken gegeben. Ich habe da so ein gewisses Szenario mir dann vorgestellt, was jetzt mit Cannabis passiert. Und ich hoffe mal, dass das nicht eintritt, aber genau deswegen mache ich jetzt auch dieses Video. So, und jetzt möchte ich dir mal drei Punkte nennen, die ich bei diesem Video und aber auch generell bei Cannabis-Legalisierung und Co. bedenklich finde. Danach werde ich dir auch noch erzählen, wie du stattdessen besser machen kannst. Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, dass die Intensität des Unwohlseins bei anderen Menschen irgendwie gar nicht richtig erkannt wurde. Also für mich als erfahrenen Cannabis- und Psychedelika-Konsument, der Moderator rechts, der hatte wirklich eine richtig schlechte Zeit, dem ging es richtig schlecht, der hätte das Ding eigentlich abbrechen sollen. Also das ist einfach nicht schön, dass der da jetzt dann noch so gezwungen wurde, sich sogar noch übel lustig gemacht wurde. Also es ist gar nicht so richtig so ein Bewusstsein da, wie sich das eigentlich wirklich anfühlt. Das Bewusstsein ist wahrscheinlich dann erst da, wenn man das so mal erlebt hatte. Der zweite Punkt, der mir auffällt, ist, dass es gar nicht so wichtig ist, ob eine Substanz legal ist oder nicht, damit sie als unbedenklich eingestuft wird, so gesellschaftlich unbedenklich, sage ich mal, sondern es ist die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Substanz. Wir sehen es ja bei Cannabis. Cannabis ist immer noch illegal, aber es erfährt eine ganz große gesellschaftliche Akzeptanz momentan. Und das führt jetzt irgendwie automatisch dazu, dass es ein bisschen unbedenklicher ist, dieser Konsum. Das kann man ja einfach mal machen, das ist ja wie Alkohol. Und das dritte Bedenken habe ich bei der Aufklärung allgemein zu psychoaktiven Substanzen. Und das ist egal, ob illegal oder legal. Ich finde auch die Aufklärung für Zigaretten, für Alkohol, für Kaffee, die ist gar nicht wirklich vorhanden. Wir kommen quasi nicht automatisch in unserem Leben an den Informationen vorbei, wie legale oder illegale Substanzen wirklich im Gehirn funktionieren, im Körper, was Anzeichen sein können für einen bedenklichen Konsum. Also bei Alkohol, das ist ja dann eher noch witzig, wenn man da kotzt. Bei Kaffee ist ja eher noch cool, wenn man ja schon den fünften Kaffee heute trinkt. Und bei Cannabis ist wohl auch cool, ja, mit der Bong rauchen. Boah, Alter, ich höre mich echt schon an wie so ein Moralapostel irgendwie. Okay, was haben Sie da jetzt meiner Meinung nach nicht so ganz optimal gemacht und wie kannst du es besser machen? Zuerst mal das erste Mal Cannabis mit einer Bong, das ist ungefähr so, wie wenn du mit Schnaps anfängst bei Alkohol und wahrscheinlich gleich ein ganzes Glas. Zweitens die Dosierung an sich von Cannabis. Ich habe dein Video gesehen, da war schon einige Krümel Cannabisblätter waren da drin. Ich würde am Anfang wirklich nur so zwei, drei kleine Krümel maximal wirklich Stück für Stück rantasten. Und das dritte ist hier das Setting. Also in einem Raum mit Kameras, die auf dich gerichtet sind, mit Menschen, die du noch nie davor gesehen hast oder halt noch nicht lange kennst, wie zum Beispiel jetzt die Ärztin und auch generell vielleicht bei Menschen, bei denen du jetzt nicht so das Gefühl hast, dass du dich ganz stark mitteilen kannst, dass du dich öffnen kannst, dass du wirklich über deine Ängste sprechen kannst, die du jetzt gerade hast, das ist nicht so ganz gut. Also generell, es geht um Aufklärung, das muss man natürlich vorher wissen. Zum Beispiel auch, wie die Cannabis-Wirkung überhaupt sein kann. Ne, da herrscht ja auch oft so dieses Bild, ja, da chillt man dann viel, man hat so Fressflashs. Und manche Menschen sind auch einfach nur so bei Cannabis oder sind vielleicht sogar ein bisschen abgedumpft, ähnlich wie bei Alkohol. Aber bei manchen Menschen werden die ganzen Sinne sogar mehr, sie fühlen plötzlich mehr und
wer mehr fühlt, kann natürlich auch Ängste mehr fühlen oder Unwohlsein mehr fühlen. Oder es kann einfach zufällig zu paranoiden Gedanken und Gefühlen kommen. Sowas kann immer passieren. Ich finde Cannabis da sowieso krass. Es hat so eine Art Multispektralwirkung. Du kannst oft gar nicht voraussagen, wie das jetzt bei dir in genau dieser Situation wirkt. Es ist nicht so voraussehbar. Wenn man dann ein paar Mal diese Substanz konsumiert hat, klar, dann lernt man sie kennen, da kann man sie auch viel besser einschätzen. Aber fürs erste Mal unbedingt diese ganze Aufklärung und dieses Wissen dafür aufbauen. So, also versteht mich da nicht falsch. 95% des Beitrags von der Heute-Show ist richtig gut und auch richtig lustig. Es hat mir aber trotzdem noch mal irgendwie so zu denken gegeben. Ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass egal ob legal oder illegale Substanz, da herrschen immer Gefahren und die können wir aber deutlich verringern, wenn wir uns informieren, wenn wir uns aufklären lassen, wenn wir uns wirklich dafür interessieren, was das überhaupt mit uns macht. Zum Beispiel lässt sich Cannabis auch zur Persönlichkeitsentwicklung einsetzen. Dafür haben wir hier bei YouTube bei Set und Setting schon eine Anleitung. Die habe ich dir hier verlinkt. Und ich würde mich freuen, dich im nächsten Video wiederzusehen. Dein Jascha von Set und Setting. Ciao.